Wir sind noch fleißig am kontrollieren, ob auch die Angemeldeten oder die Teilnehmer angemeldet sind hier aus Sicht des Sekretariats. Es werden sich jetzt auch des Weiteren noch Gäste zuschalten, die allerdings auch gleich umgehend auf Stumm schalten werden. Aber technisch haben wir das alles im Griff. Ich bitte dann auch entsprechend bei den Wortmeldungen, die dann aber nur aus den Reihen der Mitglieder des PBNEs und anderer Abgeordneter bestehen können, das entsprechend per Chat-Funktion kurz mitzuteilen. Sollte uns jemand nicht verstehen oder eben die Konversation oder den Beirat nicht verfolgen können, dann auch eine kurze Mitteilung im Chat, dann wird das Sekretariat das auch entsprechend ermöglichen und Lösungen suchen. Dann eröffne ich auch schon die 69. Sitzung unseres Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Wir haben den einzigen Tagesordnungspunkt heute, öffentliches Fachgespräch zum Thema nationales Programm für nachhaltigen Konsum, nachhaltige öffentliche Beschaffung. Wir im Beirat beschäftigen uns ja schon lange auch mit dem Thema Beschaffung, Nachhaltigkeit in der Beschaffung und auch in der öffentlichen Beschaffung und sehen hier auch eine ganz, ganz große Stellschraube. Deswegen heute das Thema. Wir haben da auch Gäste, die uns noch viel Input geben können. Zum einen den Herrn Tim Wagner vom Deutschen Städtetag. Gerade ja auch die Städte und die Kommunen insgesamt können hier ja auch eine Menge dazu beitragen. Und wir haben eingeladen die Frau Ilse Bennecke vom Beschaffungsamt des BMI, ist ja auch, ich denke, mit das größte Beschaffungsamt der einzelnen Behörden bzw. der einzelnen Bundesministerien. Sie nickt und wird uns da sicher auch noch mehr dazu sagen. Ja, ebenso freue ich mich auf, auch darüber, dass eine breite Öffentlichkeit heute vertreten ist. Ich glaube, wir haben insgesamt über 35 Gäste auch, die sich angemeldet haben. Und ich möchte da kurz auch erwähnen, dass sich die Frau Dr. Ruth Brandt, Direktorin des Beschaffungsamtes des BMIs, angemeldet hat, aber auch vor allem die Frau Ulla Burchardt, ehemalige Abgeordnete und auch Mitglied des Ehrenamts, ist zu Gast. Auch an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen allen Gästen und natürlich den beiden Damen zuallererst. Ja, ich darf die Gäste kurz vorstellen. Zunächst Herrn Tim Wagner. Herr Tim Wagner ist nach seinem Studium, in dem er auch schon Berufserfahrung im Bereich der Energie und im kommunalpolitischen Umfeld gesammelt hat, ist er seit 2015 beim Deutschen Städtetag tätig in ganz unterschiedlichen Funktionen. Seit Ende 2017 ist er zuständig im Referat für Energie, Wasser und Abfall GIPSAFT. Herzlich willkommen, Herr Wagner. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen und außerdem heiße ich willkommen in unserer Runde die Frau Ilse Bennecke. Frau Bennecke leitet seit dem Jahr 2016 die Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung beim Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Inneren, wo sie sich mit der praktischen Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien in öffentlichen Auftragsvergaben beschäftigt. Sie ist Juristin und begann ihre Laufbahn als Referentin im Ministerium der Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg. Zuletzt betreute sie dort unter anderem die Geschäftsstelle der Umweltpartnerschaft Brandenburg und befasste sich dort mit der Förderung umweltfreundlichen Wirtschaftens. Auch an Sie natürlich herzlich willkommen. Wir freuen uns auf den Input. Noch einige organisatorische Hinweise. Beide Sachverständigen, beide Gäste haben auch entsprechende Stellungnahmen, einen entsprechenden Input vorbereitet, der Ihnen allen auch als entsprechende Ausschusssache zugegangen sein müsste. Wir werden die Sitzung heute aufzeichnen. Die Sitzung wird morgen um 12 Uhr, also am 25. Februar, im Parlamentsfernsehen auch entsprechend übertragen werden. Wir werden auch wieder, wie gewohnt, ein entsprechendes Protokoll erstellen. Die Sitzung wird entsprechend auch aufgezeichnet. Wir haben vorgesehen, dass für die Eingangsstatements jeweils 10 Minuten vorgesehen sind. Das ist auch nur besprochen, deswegen bitte ich auch unsere Gäste, sich möglichst dran zu halten. Wir werden dann zwei Fragerunden anschließen und wollen um 19.15 Uhr auch pünktlich schließen. Wenn soweit alle einverstanden sind, dann nochmal der Hinweis, dass wir auch im Beirat uns schon öfter über das Thema nachhaltige Beschaffung unterhalten und ausgetauscht haben, auch entsprechende
Stellungnahmen erarbeitet haben und auch dieses Mal wieder erarbeiten werden. Umso gespannter sind wir natürlich auch auf den Input, und wir haben intern besprochen, dass Frau Benecker mit ihrem Statement beginnen wird. Frau Benecker, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, und Sie haben gleich das Wort. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier heute sprechen zu dürfen. Wir haben in der Vorbereitung überlegt, was denn wohl hilfreich und sinnvoll ist, um den heutigen Abend zu starten und möglichst viel in der Sache auch wirklich sprechen zu können. Deswegen habe ich Ihnen sowohl ein Handout mitgegeben, als auch möchte ich Ihnen in den nächsten paar Minuten so ein bisschen die Herausforderungen der nachhaltigen Beschaffung skizzieren. Und meine Erfahrung ist, bitte gestatten Sie mir das zu sagen, meine Erfahrung ist, dass man doch an der einen oder anderen Stelle ganz gut sich nochmal von vorne die Strukturen und vor allem Rahmenbedingungen betrachten muss, wenn man sich die Frage stellt, wie komme ich von Beschaffung zu nachhaltiger Beschaffung? Vielleicht ganz kurz 2,5 Sätze, in welcher Funktion ich hier stehe. Ich leite die Kompetenzstelle Nachhaltige Beschaffung. Wir sitzen beim Beschaffungsamt des BMI. Korrekt, der größte zivile Beschaffer mit rund 5 Milliarden Umsatz im Jahr. Wir sind ein Amt von ungefähr 300 plus x Personen. Und hier wird nur professionell eingekauft. Für den gesamten Ressortbereich des BMI, aber teilweise über das sogenannte Kaufhaus des Bundes hinaus, zum Beispiel auch für andere Behörden in der Bundesregierung. Für die Kompetenzstelle ist es deswegen sehr spannend, hier zu sitzen, weil wir intensive Einblicke darin haben, wie Beschaffung in der Praxis aussieht. Und das möchte ich vielleicht noch mal vorweg sagen. Mein Verständnis ist, nachhaltige Beschaffung ist dann richtig gut, wenn es tatsächlich in der Praxis passiert. Und an der Stelle muss man sehr häufig in diesen Zeiten ansetzen. Wir haben, für alle, die das kennen und wissen, bitte gestatten Sie mir diesen kleinen Ausflug, in Deutschland die Schätzung, dass wir rund 30.000 Vergabestellen haben. Da sind alle dabei, vom Vorzimmer des Schuldirektors, welches dafür zuständig ist, für Druckerpapier und Stifte zu sorgen, bis hin zu Kolleginnen und Kollegen wie hier im Beschaffungsamt, die für eine ganz konkrete Produktgruppe sehr spezialisiert sich mit den Kriterien auseinandersetzen und die Beschaffung durchführen. Wir haben eine diverse Struktur im Bund, bei den Bundesländern und bei den Kommunen. Und wir haben keine konkreten Zahlen dazu, wie viel tatsächlich Umsatz gemacht wird im Rahmen der nachhaltigen öffentlichen Beschaffung. Wir haben seriöse Schätzungen, die sich in dem Bereich zwischen 250 Milliarden und 500 Milliarden bewegen. Das ist auf der einen Seite unglaublich viel Geld. Auf der anderen Seite muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese Summe umgesetzt wird durch diese Masse an Beschaffungsstellen. Das heißt, die Herausforderung ist in den allermeisten Fällen so, dass man doch eine sehr verstreute Anzahl an Beschaffungen hat, und die große Marktmacht in den riesengroßen Rahmenverträgen, die ballt sich meistens an wenigen Stellen. Das meiste sind eher kleinere Beschaffungen, die in der Unterschwelle passieren. Kleiner Ausflug in die Situation oder in die Rechtssituation, weil das für Beschaffung dann doch immer eine sehr große Rolle spielt. Die Rechtssituation ist so, dass wir das sogenannte GPA haben. Das ist auf WTO-Ebene ein Abkommen, welches umgesetzt wird durch die europäischen Vergaberichtlinien. Die europäischen Vergaberichtlinien wiederum werden umgesetzt in bundesdeutsches Recht. Das betrifft alle, ich sag mal, größeren bzw. Größtbeschaffungen. Wir reden hier über Schwellenwerte, die sich ab 150.000 bzw. 250.000 bewegen. Bei Bausachen sind sie deutlich größer. Und diese Schwellenwerte werden alle 2 Jahre von Seiten der EU festgesetzt und gelten dann EU-weit. In diesem Bereich haben wir also ein EU-Recht, welches von der Bundesregierung aus den EU-Richtlinien übersetzt wird in das Oberschwellenrecht. Das ist vor allem das GWB und die darunterliegenden Verordnungen, also VGV, VSVGV für den Sicherheitsbereich. Wir haben darunter das sogenannte unterschwellige Recht.
Und das bedeutet, dass sowohl die Bundesländer als auch die Bundesregierung freier darin sind, das zu regeln. Und so haben wir auch eigene Regelungen in den allermeisten Bundesländern. Zum Teil sind Nachhaltigkeitskriterien damit explizit genannt und aufgenommen worden, zum Teil auch nicht. Dieses Recht leitet sich ab aus den jeweiligen Haushaltsordnungen. Das muss man wissen. Also das ist nicht im klassisch juristischen Rahmen der EU. So, das ist der Rechtsrahmen. Und in diesem Rechtsrahmen werden Verfahren festgelegt, auf welche Art und Weise die Beschaffung zu erfolgen hat. Die Prinzipien, die dahinter stehen, sind in allererster Linie ursprünglich gewesen, Wettbewerb zu schaffen und Transparenz zu schaffen, also auch einen klaren antikorruptiven Hintergrund zu schaffen, und haben sich aber in den letzten Jahren stark erweitert. Insbesondere gibt es mittlerweile seit der letzten Vergaberechtsreform das ist unter Juristen umstritten, ob es ein Vergaberechtsgrundsatz ist oder nicht, aber jedenfalls ist festgehalten in Paragraph 47 Absatz 3 GWB, dass Nachhaltigkeitskriterien, insbesondere Umwelt- und soziale Kriterien sowie innovative Kriterien nach Maßgabe des jeweiligen Gesetzes beachtet werden können. Das heißt, es ist für jedes Verfahrensstadium festgelegt, auf welche Art und Weise Nachhaltigkeitskriterien abgefragt werden können. Es ist nicht festgelegt, dass es so sein muss. Dazu gibt es politische Beschlüsse. Und wenn Sie mein Handout sehen, ich habe Ihnen das auf der ersten Seite in so eine kleine Grafik gegeben. Sie haben auf der einen Seite internationale Ziele, die ich in diesem Kreis, glaube ich, nicht zu erklären habe. Und Sie haben auf der anderen Seite nationale Strategien, wie zum Beispiel die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, aber die Ziele zum Thema nachhaltige öffentliche Beschaffung enthält. Sie haben aber zum Beispiel auch den Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte oder das Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit, die konkret diesen Rechtsrahmen, den wir gegeben haben, dann einschränken hinsichtlich der politischen Ziele, die wir umzusetzen haben und umsetzen wollen. Hinzu kommt in den letzten Jahren eine starke Tendenz, mit konkreten Regelungen im Hinblick auf Produkte und Lieferleistungen Festsetzungen zu treffen. Das, was ich zum Beispiel meine, im Detail überlasse ich das gleich Herrn Wagner, glaube ich, aber das, was ich zum Beispiel meine, ist, dass wir Paragraph 45 Kreislaufwirtschaftsgesetz haben, der relativ klar festlegt, welche Kriterien im Rahmen der Beschaffung beachtet werden müssen. Wir haben auch ein überarbeitet oder beziehungsweise wir haben auch ein Klimaschutzgesetz, welches ebenfalls Kriterien für die nachhaltige öffentliche Beschaffung festlegt. Wir haben aber auch konkrete Festlegungen, zum Beispiel auf Produktebene zum Thema, also wir haben Staatssekretärsbeschlüsse zum Thema Lebensmittelbeschaffung, wir haben Produktfestlegungen, eine AVV zum Thema Holzbeschaffung. Und das ist doch eine Struktur, wo die Beschaffenden sich jeweils mit auseinandersetzen müssen und in ihrem sehr konkreten Fall für ihr sehr konkretes Produkt Entscheidungen treffen müssen. Die Herausforderung ist dabei, dass sie in der Beschaffung offen gestanden, also ich sage immer gerne, wenn die Beschaffung läuft, kriegt es keiner mit. Man bekommt es erst dann so richtig mit, wenn die Beschaffung nicht läuft, weil dann nämlich ein Bedarf nicht gedeckt ist. Und die Herausforderung ist, dass wir in der Bundesregierung beziehungsweise in jeder Behörde, bei Ländern und Kommunen ist das auch nicht anders, eine große Anzahl an Beteiligten haben, die man an dieser Stelle koordinieren muss. Und wenn man etwas anderes kaufen möchte, salopp gesagt, als beim letzten Mal, die man mit einzubeziehen hat und die man zu beteiligen hat. Wir reden hier üblicherweise über eine Fachabteilung, die sogenannten Bedarfsträger. Das sind diejenigen, die sagen, wir brauchen etwas. Dort wird die Entscheidung getroffen, üblicherweise, was genau eingekauft werden muss. Dann muss geklärt werden, ob die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Das machen normalerweise die Haushälter bzw. die Titelverwalter. Will man mehr Geld ausgeben als beim letzten Mal, muss man hier eine Stellschraube bewegen. Dann gibt es diejenigen, die das Vergabeverfahren führen. Und dann gibt es diejenigen, die später, wenn der Vertrag geschlossen ist und dieser Vertrag läuft, Verantwortung dafür übernehmen müssen, ob die Nachhaltigkeitskriterien, die man zu Beginn gefordert hat,
auch tatsächlich umgesetzt wurden. Und für die Vergabestellen ist es sehr häufig so, dass man sehr kurze Fristen hat, dass man darauf achten muss, dass die Preise einigermaßen stimmen, weil die Haushalte eben hergeben, was sie hergeben. Man hat die Anforderung, dass es bitte rechtssicher zu sein hat. Ist eine Beschaffung nicht rechtssicher, dann hat man die Herausforderung, dass man einen Bedarfsträger hat, der nicht kriegt, was er haben will und damit nicht glücklich ist und vielleicht auch die Umsetzung der staatlichen Ziele gefährdet ist. Und man hat dann eben insgesamt die Herausforderung, das Ganze koordinieren zu müssen. Und all diese Aspekte müssen Bedarfsträger und Beschaffende gemeinsam lösen. Und das ist die Herausforderung, die wir seit Jahren in der nachhaltigen Beschaffung vor Augen haben. Nach meiner persönlichen Wahrnehmung geht es voran. Ich gehöre nicht zu den geduldigen Menschen. Es geht zu langsam voran, ohne Frage. Aber die Komplexität bedarf eben einer gewissen Einbeziehung von allen, die daran beteiligt sind. Soweit mal mein Input. Ja, vielen Dank auch für diese kompetenten Ausführungen. Und es ist für uns auch immer wertvoll zu sehen, wie es dann wirklich in der Realität auch läuft. Wenn wir hier auf Seiten des Gesetzgebers noch nachjustieren sollen, dann würde uns das natürlich auch entsprechend interessieren. Ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Wagner vom Deutschen Städtetag, glaube ich, genau, ja. Und es ist ja auch für uns immer so, wenn wir dann mit den Kommunen sprechen, dann sagen uns die immer, naja, sie würden ja gerne, aber es ist halt so kompliziert und insofern werden dann Gegebenheiten oder auch Regeln, die eigentlich nutzbar wären, häufig nicht ausgenutzt. Also so folgen zumindest die Rückmeldungen mir gegenüber. Und wie sich die Situation aus Ihrer Sicht darstellt, das werden Sie uns jetzt auch entsprechend erläutern. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Einladung in den Kreis und für die Möglichkeit, auch die Perspektive der Kommunen darzulegen zum Thema nachhaltige Beschaffung. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Ich glaube, das, was Frau Benecke schon so expertisereich dargelegt hat, da würde ich gerne drauf aufbauen. Es ist aber auch nochmal wichtig, Grundlage zu legen für das, was eigentlich Beschaffung bedeutet und welche Bedeutung dort oben drauf das Thema Nachhaltigkeit noch bekommt und wie es sozusagen hineinspielt in die sehr gewachsenen, etablierten Strukturen der Beschaffungsämter und der öffentlichen Beschaffung. Ich will vorab sagen, dass wir, das haben Sie auch in meinem Handout, ja, ich werde versuchen, kurz die wichtigsten Punkte zu skizzieren. Was für uns wichtig ist, ist die Einbettung des Themas Nachhaltigkeit in ein Gesamtkonzept in der Beschaffung auf kommunaler Ebene. Wir haben im 2019 dazu ein Positionspapier gemacht, gemeinsam mit der KGST, wo wir sagen, eigentlich ist das Thema Nachhaltigkeit eines von vielen Themen, was in der Form einer strategischen Beschaffung integriert werden soll. Das heißt, die Kommunen, die kommunalen Beschaffungsämter sind angehalten, sich zu überlegen, habe ich als Kommune strategische Ziele, die ich verfolgen will, und wie kann ich dementsprechend meine Beschaffung ausrichten? Ein Beispiel, wenn ich eben mir als Kommune ambitionierte Klimaschutzziele gebe oder wenn ich sage, mir ist das Thema Recyclingbaustoffe und der Einsatz im Baubereich als Kommune sehr wichtig, dann kann ich versuchen, oder sollte ich versuchen, dies auch in den Leitlinien für die Beschaffung zu integrieren und eben ämterübergreifend das Thema zu verankern. Wie Frau Benecke auch schon ausgedrückt hat, es ist ja nicht nur die Frage der Beschaffungsämter, es ist ja eine Frage von Gesamtverwaltungshandeln. Ich muss ja mehr sensibilisieren, um letztlich auch alle überhaupt auf das Thema aufmerksam zu machen. Deswegen ist es wichtig, und das glaube ich ist auch ein wichtiger Ankerpunkt, das Thema Beschaffung in seinen Leitlinien und auch das Thema Nachhaltigkeit als einen Schwerpunkt in Beschlüssen im Stadtrat zu integrieren. Zu sagen, wir wollen uns beschließen lassen, welche Leitlinien wir haben und dass wir eben ganz gezielt nach bestimmten Kriterien ausschreiben wollen und die auch zuschlagsberechtigt sind. Und deswegen ist es auch gut, dass das Thema Nachhaltigkeit in der EU-Vergabe integriert worden ist, dass es die Möglichkeit gibt, das zu integrieren, auch als Entscheidungsmerkmal.
Da haben wir uns eingesetzt als Verband und da sind wir sehr froh, dass das funktioniert. Auch die Ländergesetzgebung kommen da voran und stärken dieses Thema. Insofern sehen wir also, dass schon eine Entwicklung stattfindet, dass das Thema mehr an Raum gewinnt. Und ich will vielleicht, das sehen Sie ja auch in meinem Handout, nochmal auf zwei wesentliche Säulen eingehen, die diesbezüglich sehr wichtig sind. Das ist zum einen das Thema, wie ist eigentlich das Angebot, also Produktdesign, Produktausgestaltung und das andere Thema, Rechtssicherheit im Vergabeverfahren, das schon Frau Benecke angesprochen hat. Auf der einen Seite sehen wir, dass sich viele Kommunen auf den Weg machen, insbesondere unter Nutzung von Siegeln, von Labels, auch im Bereich Nachhaltigkeit, jetzt mal im speziellen Fokus zum Beispiel auf Produkte aus Rezyklaten, ob das jetzt Recyclingbeton ist, Recyclingbaustoffe oder eben aus Kunststoffrezyklaten, dass sie den Blauen Engel zum Beispiel nutzen, dass sie andere Siegel nutzen und damit rechtssicher ausschreiben können. Und das ist eben aus unserer Sicht der entscheidende Schritt, um auch in die Breite zu kommen. Wir haben sehr, sehr viele kleine Beschaffungsstellen im gesamten Land, die natürlich nicht so ausgestattet sind, dass sie in vielen Themenbereichen komplett durchsteigen, bis ins tiefste Detail. Das heißt, sie brauchen Handreichungen, sie brauchen Leitlinien, sie brauchen Ansätze, um schnell sich ein Thema zu erschließen und schnell auch entsprechend ausschreiben zu können und das rechtssicher. Und insofern präferieren wir sehr stark den Ausbau von Siegeln wie dem Blauen Engel und appellieren hier, und das ist die Brücke zu dem Thema Produktdesign, appellieren auch an die Industrie, an den Handel, hier noch stärker auf diese Siegel, auf die Zertifizierungslösungen zu setzen. Denn letztlich ist es so, das bekommen wir auch gespiegelt, dass es teilweise auch an Angebot fehlt. Und deswegen bestimmte Ausschreibungen, bestimmte Vergaben nicht so gut klappen, weil letztlich einfach die Anbieter fehlen. Ich erinnere mich gut an ein Beispiel, wo es um das Thema Erbeton gab, Recyclingbeton, was auch lokal ausgeschrieben werden sollte, also sollte auch aus der Region kommen. Und es gab einfach keine Anbieter, um das Bauvorhaben, das war ein Neubau von der Feuerwache, zu realisieren. Und das ist sehr schade, weil es zeigt, die Kommunen wollen, aber es gibt auch noch ein paar schwarze Flecken. Genau, ich habe. Und wir haben ja bei dem Thema Produktdesign auch relativ viele Debatten, ob das die europäischen Vorgaben zu Ökodesign anbetrifft. Wir haben den Aktionsplan Kreislaufwirtschaft auf europäischer Ebene, wo wir ja genau diese Themen diskutieren. Was ist mit Langlebigkeit? Was ist mit Einsatz von Rezyklaten in Produkten? Und das ist gut, das ist wichtig, auch die Vorgaben im Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und ich glaube, es hätte auch dem KRWG gut getan, wenn es verpflichtende Rezyklateinsatzquoten für bestimmte Produktgruppen gegeben hätte, einfach um noch mehr Drive in das Produktdesign, in die Produktausgestaltung zu bekommen. Und dann bekommt man auch automatisch mehr Drive in die Vergabe und in die Abrufung dieser Produkte. Und für mich, für uns ist wichtig, dass wir diese Themen noch intensiver beleuchten. Wir arbeiten auch gemeinsam mit Frau Benecke in einem spannenden Projekt des UBAS mit, wo wir konkrete Leitlinien erarbeiten, wie Produkte aus Kunststoffrezyklaten beschafft werden können. Spezifisch auf bestimmte Produktgruppen werden da Ausschreibungstexte erarbeitet, die sehr direkt den Beschaffungsstellen helfen können, bestimmte Produkte zu ordern. Und wir haben natürlich einfach das Ziel, das Thema noch stärker in die Breite zu bekommen. Wir haben bei uns 200 Mitgliedskommunen, die direkt bei uns Mitglied sind. Das sind vor allen Dingen größere Kommunen, die haben natürlich auch immer eine andere Ausstattung in den Beschaffungsämtern. Aber grundsätzlich bleibt die Diagnose, haben Sie auch als Vorsitzender schon angesprochen. Ja, klar, es hängt am Geld, es hängt an den Investitionsmitteln, es hängt an den Personalkapazitäten, die durchaus nicht luxuriös sind in vielen Beschaffungsstellen. Aber, und klar braucht es da noch mehr Unterstützung.
Aber ich glaube, ein Weg, um dieses Ziel auch zu adressieren, ist eben von der anderen Seite, dass man sagt, wir müssen dann die Hürden, um sich diesem Thema der nachhaltigen Beschaffung intensiver zu widmen, reduzieren, indem man einfacher zugängliche Informationen bereitstellt, indem stärker auf Siegel und Labels vertraut wird, um hier Rechtssicherheit herzustellen. Und dann kann es auch gelingen, dass auch die kleineren Kommunen, sag ich mal, in dem Bereich stärker aktiv werden und diese Punkte beschaffen. Und völlig klar ist natürlich auch, wenn wir über Produkte aus Rezyklaten sprechen, sei es jetzt Kunststoffrezyklate oder Baustoffe oder anderes, ist ja auch eine Frage der Sicherheit. Also wir müssen auch noch mal weiter diskutieren. Da gibt es Vorbehalte. Ich hatte mit Frau Benecke in der Vorbesprechung, das ist schon ein spannendes Thema. Kann ich eine Parkbank aus einem Recyclingplastik bestellen oder lieber doch die Holzparkbank? Ja, wäscht die Parkbank aus Plastik denn aus? Gibt es Mikroplastik? Wie lange hält die? Wie wartungsintensiv ist die? Und ich glaube, das sind so Themen, wo wir einfach noch ein bisschen stärker sensibilisieren müssen und aufklären müssen. Und dann, glaube ich, ist da tatsächlich Bewegung drin. Insofern, glaube ich, möchte ich dabei belassen als Impuls. Freue mich auf die Fragerunde und vielen Dank schon mal für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Wagner, für die Stellungnahme, für die Ausführungen. Ich beginne mit der ersten Runde und hier hat die erste Wortmeldung Kai Witteker von der CDU-CSU. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal herzlichen Dank an unsere beiden Referenten, dass sie heute sich die Zeit genommen haben, sich hier ausführlich auch mit ihren Punkten hier an uns zu wenden. Ich hätte eine Frage zunächst an Frau Benecke. Ich weiß nicht, ich habe zwei Aspekte noch nicht ganz verstanden, beziehungsweise würde da gerne noch mal Ihre Sichtweise besser nachvollziehen können. Und zwar zum einen, wie Sie eigentlich nachhaltige Beschaffung wirklich bemessen. Also woran können Sie eigentlich feststellen, dass Sie von Jahr zu Jahr nachhaltiger beschaffen als davor? Und zum Zweiten, was denn tatsächlich auch gesetzliche Hinderungsgründe sind, dass Sie mehr nachhaltige Beschaffung gewährleisten können. Das ist ja ein Punkt, den wir als Gesetzgeber zumindest uns mal anschauen sollten, um Ihnen das Leben ja leichter und nicht schwerer zu machen. An Herrn Wagner hätte ich nenne es jetzt mal anderthalb Fragen. Also die eine Frage ist, Sie haben gerade schon deutlich gemacht, es gibt natürlich Größenunterschiede in den Kommunen und daher die Fähigkeiten, auch nachhaltige Beschaffung zu machen. Ich bin mir aber ehrlicherweise nicht ganz sicher, wie tief verankert das schon in den Kommunen wirklich ist. Ohne dass da jetzt irgendeiner Kommune zu nahe treten möchte oder irgendein Oberbürgermeister oder eine Bürgermeisterin da kränken möchte. Aber ich habe den Eindruck, dass doch die Beschaffung an sich kein wirkliches Thema in der Kommunalpolitik per se spielt. Und die Frage dann schon ist, wie können wir das eigentlich stärker verankern? Wie können wir das tiefer ins Bewusstsein bringen, dass das wichtig ist? Und die halbe Frage, sage ich deshalb halb, weil sie eigentlich keine originär kommunale Aufgabe ist, aber sie hat durchaus Auswirkungen, die von kommunaler Seite stattzufinden hat, nämlich zum Beispiel, wenn ein Bauträger auf sehr nachhaltige Weise bauen will, was aber eventuell, sagen wir mal, den gängigen Ausschreibungen nicht unbedingt entspricht, also zum Beispiel in Holzbauweise. Ich hatte da durchaus auch schon Gespräche mit Unternehmen, die da sehr innovative Baumöglichkeiten haben und die da einfach Schwierigkeiten haben, dann über die Ausschreibung da überhaupt reinzukommen, weil einfach ihre Technologie sehr neuartig ist. Sie haben es gerade mit der Parkbank auch ein bisschen angesprochen. Da verstehe ich nicht, außer dass man sagt, oh, ich habe rechtliche Bedenken, aber ganz offen gestanden, rechtliche Bedenken kann ich wegen vieler Dinge haben. Irgendwann muss ich es auch mal machen, dann ist die Frage, aber was hindert wirklich die Kommunen daran und was können wir da tun? Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Als nächstes Michael Theis von der SPD.
Ich glaube, das Mikro ist nicht an. Muss es gehen, mich zu hören? Sehr gut, man lernt so wie richtig. Frau Wenige, ich schließe mal mit der Frage von der Wittiger so ein bisschen an. Es wurde ja gerade gesagt, ja, bestehen eventuell ja auch Vorbehalte gegen zum Beispiel Recyclingmaterialien. Es ist ja so, dass im Grunde genommen gerade wir ein ganz großes Problem haben, wirklich die Materialien, die über Rezyklate und die gesetzlich beschlossene Quote quasi erzeugt werden, auch in den Markt zu bekommen. Und deswegen will ich vielleicht mal so ein bisschen nach vorne fragen, also werden denn da auch schon mal Gespräche geführt? Ich meine, die bestellen ja schon in größerem Maße. Ich glaube, ich hatte auch so eine Ausstellung mal Verkehrsparken gesehen zum Beispiel, ja, die ja bestellt werden. Die könnten komplett aus Recyclingkunststoff hergestellt werden. Die sind sicherlich auch jetzt nicht so vom Anspruch so, dass man sagen muss, da hängt jetzt ein Leben dran an der Barke, die wird aufgestellt und fertig. Ja. Und gehen Sie denn auch schon mal aktiv dann auf Hersteller zu und sagen, hast du da ein Recyclingprodukt? Gibt es das überhaupt schon? Könntest du das nicht vielleicht mal machen? Weil irgendwie müssen wir in der ganzen Sache ja mal vorankommen. Und natürlich kann man auch, wenn man gerade so in diesem Maßstab bestellt, auch durchaus mal Druck auf den Markt ausüben und sagen, wir wollen das jetzt so und nicht nachher feststellen, ach nee, da haben wir jetzt nichts gefunden. Ja, ging nicht. Ja. Und Herr Wagner würde ich ganz gerne da auch mal ein bisschen provozieren. Ich sage mal, ich habe auch die andere Seite gehört, ja, der mineralischen Recycler. Und die erzählen mir genau das Gegenteil, Herr Wagner. Die erzählen mir, dass meistens in den Ausschreibungen drin steht, bloß kein Recyclingmaterial, auf alle Fälle Primärmaterial. Und dass die Architekten und Bauplaner im Grunde genommen von vornherein so bestellen, dass Recyclingmaterialien ausgeschlossen werden. Ja, das kann man ja über bestimmte Randbedingungen dann auch machen. Ich kann das sogar teilweise aus der Vergangenheit verstehen. Also früher hatten wir auch Probleme mit einigen Recyclingmaterialien, aber wir haben ja selber die Zertifikate auch angesprochen. Mittlerweile haben alle Recyclinghersteller entsprechende Zertifikate und können den Einsatz ihrer Materialien auch nachweisen. Ja. Insofern ist das manchmal so ein bisschen Nostalgie, habe ich so den Eindruck. Und auch so, man hängt an den alten Sachen oder man will auch vielleicht gar kein Risiko eingehen. Na. Aber es ist natürlich schon schwierig, sag ich mal, dass wir da an der Stelle nicht weiterkommen. Und ich sage das mal ganz konkret. Also ich habe Rückmeldungen aus den Ländern, dass es nicht funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben gerade bei, es ist ja eine große Menge über also recycelte mineralische Rohstoffe, da reden wir über richtig große Mengen. Wir kriegen die nicht in den Markt. Wir haben da richtig Probleme. Das wird mir auch gespiegelt, sag ich mal, von denjenigen, die Recyclinganlagen betreiben. Und das ist eine ernstzunehmende Situation, die wir da haben. Und wenn wir diese Kreisläufe nicht schließen, dann haben wir richtig Schwierigkeiten. Deswegen müssen wir das Problem angehen. Und vielleicht haben Sie ja noch eine Idee, wie man sozusagen dann auch in der Fläche auf die entsprechenden ja, handelnden Personen einwirken kann, sodass wir da für mehr Verständnis werben und vielleicht auch mal so die ein oder andere Problematik aus dem Weg räumen können. Danke. Vielen Dank. Als nächstes Dr. Rainer Kraft von der AfD. Ja, danke schön. In Erwartung von zwei Fragerunden würde ich mal zuerst der Frau Benike Fragen stellen. Sie haben ja dargestellt, dass Sie natürlich, also das ist erstmal nicht ein sehr großen Finanzposten mit sehr vielen Mitarbeitern zu verwalten. Aber die Art und Weise, wie die Gelder zugeteilt werden in Haushalten, die jedes Jahr ausbezahlt werden, aber irgendwo gedeckelt sind, führt natürlich dazu, dass man im Zweifelsfall vielleicht dann doch eher eine kurzlebigere Variante wählt, die zu einem preiswerteren oder billigeren Einkaufspreis derzeit zu haben ist, anstatt dass man ein Produkt wählt, das einen längeren Lebenszyklus aufweist, demzufolge vielleicht bei einer ganzheitlichen Betrachtung zu geringeren Kosten führt, aber natürlich im jetzigen Haushalt, aus dem das dann bezahlt werden muss, mit erhöhten Kosten aufschlägt. Wie kriegt man diesen Spagat gemäß Ihren Richtlinien, wie kriegt man das unter einen Hut? Das würde mich sehr interessieren. Und das Nächste, das hat der Herr Wagner schon ein bisschen angedeutet, die Reparaturfähigkeit oder wie wird das irgendwo einkalkuliert? Die Frage, kann ich ein Produkt reparieren? Ist es, im Prinzip kann man alles reparieren, natürlich verstehen Sie mich nicht falsch. Aber viele Dinge oder viele Lieferanten verlangen einen Premiumaufschlag, wenn man das wieder einschickt und wieder zurückbekommt.
Wie werden diese Kosten und die Anzahl von Reparaturzyklen, die man haben kann, die auch mit der Veraltung von Geräten zusammenhängen, wie kann man das irgendwo einpreisen in den Beschaffungszyklus, den Sie haben? Und zu guter Letzt in meinem Kreis, der Herr Köhler wird das wissen, in meinem Kreis gibt es eine Schule, die wurde in Holzbauweise gebaut, aber die hat sich von den Kosten eben, oder sie ist so durchgeschlagen, dass die weiteren Schulbauprojekte jetzt eben nicht mehr in dieser passiven Holzbauweise durchgeführt werden, weil es von den Kosten eben dann aus dem Ruder gelaufen ist. Also es gibt diese Dinge, sie wurden schon verwirklicht, aber sie müssen an den Realitäten eines Haushaltes sich eben halt auch am Ende auch messen lassen. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächstes Dr. Lukas Köhler von der FDP. Ja, herzlichen Dank, es war super interessant. Ich habe tatsächlich zwei Fragen. Frau Wittige, oder ich weiß nicht genau, wer es besser beantworten kann, das können Sie gerne aussuchen. Die erste Frage wäre sozusagen, welche Auswirkungen hat der European Green Deal Prozess auf die nachhaltige Beschaffung? Und inwiefern sozusagen werden da neue Standards gesetzt? Vor allen Dingen, wenn ich mir auch so diese ganze Definition im Rahmen der Taxonomie und Sustainable Finance angucke, dann geht es ja da auch ganz, ganz viel um nachhaltige Bewertung auch von Gütern und auch natürlich von Unternehmen. Das wäre die erste Frage, damit verbunden. Die zweite Frage sozusagen bei der Beschaffung, welche spielt, das ist mir tatsächlich nicht bewusst, vielleicht ist es auch eine total dumme Frage, aber spielt die sozusagen die Bewertung des Unternehmens, das das Produkt verkauft, auch irgendeine Art von Rolle? Spielt das damit rein? Wird das mit aufgegriffen? Weil, warum frage ich das sozusagen, wenn man sich jetzt anguckt, was im Lieferkettenprozess geschieht und die Möglichkeiten, die damit aufgemacht werden, das natürlich auch ein ganz, ganz zentrales Nachhaltigkeitskriterium ist. Das waren die ersten beiden Fragen. Und die letzte Frage, die geht an Herrn Wagner. Sie hatten von den kommunalen Unterschieden gesprochen. Und ich bin aus Bayern. Ich kenne ganz, ganz viele ganz unterschiedliche Kommunen, die ganz, ganz unterschiedliche Sachen machen und ganz unterschiedliche Sachen erfragen. Kann man irgendwie über Best Practices, kann man über welche Möglichkeiten hat man das irgendwie miteinander zu verbinden, bei den Kommunen, vor allen Dingen bei denen es funktioniert? Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Herr Stebel von der Linken. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht im Prinzip an beide Sachverständige. Sie sitzen ja beide so ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Und zur Bewältigung von durchaus vorhandenen Zielkonflikten erwähnen Sie in Ihren Papieren beide die Informationsbeschaffung als wesentlichen oder wichtigen zentralen Aspekt Ihrer Arbeit. Und meine Frage geht in die Richtung, ob über die bestehenden Siegel und ihre Weiterentwicklung hinaus, die Sie ja auch gerade schon angesprochen haben, zum Beispiel auch ein verbindliches Lieferkettengesetz, was die Beschaffungsfragen angeht, eine Rolle spielt, auch auf kommunaler Ebene möglicherweise und auf Bundesebene zweifelsohne, weil es da ja auch teilweise um ganz andere Dimensionen geht. Mich würde das aber auch dann nochmal auf kommunaler Ebene interessieren. Und die Frage aus Ihrer Perspektive heraus, wenn das so ist, dass das eine Rolle spielt, wie bewerten Sie denn jetzt im Moment das Liefergesetz, auf das sich die Bundesregierung jetzt verständigt hat? Ist das aus Ihrer Sicht möglicherweise eine Grundlage für Ihre Arbeit oder mehr erwartet, weil Sie ja auch davon gesprochen haben, dass da durchaus teilweise mehr möglich wird und dass Sie möglicherweise auch ein schnelleres Tempo, was die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien angeht, sich durchaus vorstellen könnten? Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und als letztes in der ersten Runde der Herr Zickenhainer von den Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Benecke, ich hätte eine Frage an Sie. Sie haben das Stichwort eigentlich in Ihrem sehr interessanten Kurzreferat geliefert mit dem Begriff kann statt soll. Und eigentlich ist es doch so, dass die EU-Richtlinie explizit den Spielraum einräumt, um die Berücksichtigung ökologischer, sozialer, nachhaltiger Kriterien tatsächlich verpflichtend vorzugehen. Meine Frage an der Stelle, gerade auch hinsichtlich der Diskussion um Recyclingbeton, der jetzt schon mehrfach aufgetaucht ist, wäre es an der Stelle nicht wahnsinnig vorteilhaft, wenn man da ein Soll hätte und damit eine ganz klare Vorgabe macht, wo es hingehen soll und damit auch den Kommunen es erleichtert, eine Forderung an der Stelle durchzudrücken. Herr Tews ist schon richtig, oft gibt es das Produkt am Ort noch nicht,
Aber Sie müssen mal schauen, wie schnell das Produkt dann am Ort da ist, wenn es eben da sein muss. Da sind die in der Bauindustrie einigermaßen flexibel. Also Recyclingprodukte sind dort eigentlich inzwischen üblich. Also meine wirklich dringende Frage, ist es an der Stelle nicht eigentlich logisch, dass man so schnell wie möglich da einen Soll haben sollte statt einem Kann? Und zweitens, wenn ich jetzt nachhaltig denke, dann komme ich eigentlich um eine Lebenszykluskostenberechnung überhaupt nicht rum. Warum spielt das nicht dann auch, oder würde das dann auch, wenn wir die Sollbedingungen hätten, eine deutlichere Rolle spielen und würden wir damit vorwärts kommen? Danke. Vielen Dank für diese umfassenden und ja, wichtigen, guten Fragen. Ich würde jetzt wieder mit Frau Bennecke beginnen in der ersten Antwortrunde und ich würde 5 Minuten für die Antwort vorsehen. Sie haben das Wort, Frau Bennecke. Herzlichen Dank. Ich versuche zu allem was zu sagen. Sportlich ist das. Ich fange mal an bei einer der, finde ich, schwierigsten Fragen, nämlich der Frage der Bemessung. Wie wird das ganze Thema bemessen? Also das ist etwas, was uns alle viel bewegt in vielerlei Hinsicht. Natürlich auch im internen Management. Also wie setzt man das selber um? Ich kann aus meiner ganz persönlichen Perspektive heraus sagen, dass wir in der Kompetenzstelle ja das Angebot haben, dass wir zum einen schulen und zum anderen eine Informations-, also eine Hotline anbieten per E-Mail und per Telefon. Und wir sehen einfach ganz klar, dass die Qualität der Anfragen massiv steigt. Also die Frage, mit welchen Themen man sich auseinandersetzt, das war einfach vor 5 bis 7 Jahren häufig noch, geht Recyclingpapier in den heutigen Druckern. Und heute ist es ganz konkret, wie kontrolliere ich Menschenrechte in der Lieferkette bei Ausführung eines öffentlichen Auftrages. Also die Qualität steigt massiv. Ansonsten haben wir die große Herausforderung, dass die Beschaffung eben so dezentral ist, wie sie ist. Und zwar im Übrigen auf allen Ebenen, also bei Bund, Ländern und Kommunen gleichermaßen. Es ist sehr häufig so, dass es keine zentralen Vergabestellen gibt, sodass man nicht mal mehr eine konkrete Anlaufstelle hat, sondern dass in den Häusern unterschiedlich, ich sag mal salopp, eingekauft wird und dass wir es deswegen wahnsinnig schwer haben, überhaupt an verlässliche Daten zu kommen. Es gibt jetzt die Vergabestatistikverordnung, die sich gerade in der Einführung befindet und da erhoffen wir uns zumindest einen Grundstock an Daten, die beschränkt sich aber auch auf die Vergaben in der Oberschwelle. In der Unterschwelle haben wir davon immer noch keine Angaben. Also wie bemesse ich, dass die Beschaffung nachhaltiger wird? Also ehrlicherweise muss man sagen, es hat ein bisschen mehr mit Gefühl zu tun. Also die Suche nach tauglichen Indikatoren ist extrem schwierig und komplex. Und das liegt eben an der Struktur. Das liegt offen gestanden aber auch an ganz vielen Themen, die jetzt in den anderen Fragen vorkamen. Das liegt ganz viel an Zielkonflikten. Das liegt an Fragen von Bewertungen verschiedener Kriterien. Die Streitpunkte kennen wir, glaube ich, oder viele Streitpunkte kennen wir auch aus dem privaten Konsum. Was ist denn jetzt nachhaltiger? Häufig früher musste man sich sehr viel entscheiden zwischen den Fairtrade-Kriterien und den Kriterien in der Lieferkette, also Beachtung von Menschenrechten in der Lieferkette und ökologischen Kriterien. Da sehen wir ja schon im privaten Konsum eine massive Entwicklung und so sehen wir das auch bei den Kriterien zur nachhaltigen Beschaffung. Vielleicht zum Thema Lebenszykluskostenberechnung und wie geht man damit um, dass das mit einbezogen werden soll ins Vergabeverfahren? Eigentlich ist es ein Thema, welches sich in der Bundeshaushaltsordnung und in allen Landeshaushaltsordnungen, die ich jedenfalls jemals gesichtet habe, sowieso schon findet. Eigentlich ist es nämlich so, dass bevor ich irgendwelche Investitionen tätige als öffentliche Hand, ich eine Gesamtlebenszykluskostenbetrachtung durchzuführen habe. Vielleicht muss man das Kosten streichen. Ich muss jedenfalls eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bzw. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchführen und die Frage, ob Nachhaltigkeitskriterien beachtet sind und welche Anschaffung am Ende, also über mehrere Jahre hinweg, nicht nur in der Jahresscheibe des Haushaltes gedacht, die wirtschaftlichere ist, die muss eigentlich ganz vorn angestellt werden. Der Teufel liegt im Detail. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, wie so eine Lebenskosten
Zykluskostenbetrachtung, auch wirklich mit Kosten, vonstatten gehen soll, dann ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt vergleichbare Daten zu bekommen und die so vergleichbar in das Beschaffungsverfahren mit einzubeziehen, dass sie am Ende dazu führen, dass man keine Wettbewerbseinschränkung und vor allem keine Wettbewerbsverzerrung hat. Das ist etwas, was im Prinzip so im Klimaschutzgesetz jetzt vorgesehen ist, dass wir das auch im Hinblick auf externe Kosten zu betrachten haben. Allein die Umsetzung wirft uns noch die ein oder andere Falte auf die Stirn und das wird uns in den nächsten Jahren noch heftig beschäftigen, da vernünftige Tools zu bekommen und vor allem eine Befähigung der Beschaffenden dazu. Weil auf der einen Seite muss es theoretisch möglich sein und auf der anderen Seite müssen die Beschaffenden jetzt das auch kennen. So. Aber eigentlich gehört es sowieso schon an den Anfang einer Beschaffung und man kann es auch als Grundlage für den Zuschlag nehmen. Das wiederum findet sich in den neueren oder beziehungsweise in der Überarbeitung des Vergaberechtes. Herr Tews, die Verkehrsbarken werden jetzt nicht beim Beschaffungsamt gekauft. Das ist nämlich ein kommunales Thema, deswegen würde ich genau an der Stelle gerne zu Herrn Barkner geben. Aber das, was ich schon sagen muss zum Thema Rezyklate, ist, dass uns das natürlich massiv beschäftigt und dass wir das natürlich auch intern besprechen und Wege und Möglichkeiten und Lösungen suchen. Ich bin jetzt etwas über die Zeit, bitte gestatten Sie mir das. Die Herausforderung beim Thema Rezyklate ist tatsächlich, welche Produkte einkaufen. Also sehr praktisch, was gibt es am Markt, was wir kaufen? Weil die Herausforderung der Beschaffer ist, wir brauchen jemanden, der zu uns kommt mit einem Angebot. Anders als im privaten Konsum, wo ich zur Not so lange suchen kann, bis ich habe, was ich genau haben will, müssen wir im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung dann jemanden finden, der auch noch in der Lage ist, ein formell korrektes Angebot abzuliefern. Und gehen wir dazu auf Hersteller zu? Das ist tatsächlich etwas, eine ganz neue Entwicklung der letzten Jahre, dass es sogenannte Marktdialoge gibt, die durchgeführt werden. Ich kann sagen, das ist ein großartiges Instrument und auch da wünsche ich mir eine viel stärkere Befähigung der Beschaffenden. Es lohnt sich aber nur ab einer gewissen Auftragsgröße, weil die Unternehmen sich sonst nicht in Bewegung setzen. Und ein Marktdialog heißt, dass man schlicht und einfach einlädt, ja, und sagt, wir haben grob diesen Bedarf und möchten mit allen interessierten Unternehmen, es muss natürlich transparent und offen gestaltet werden, mit allen interessierten Unternehmen uns zu Kriterien, das können Qualitätskriterien sein, das können Nachhaltigkeitskriterien sein, unterhalten und daraus die Konsequenzen in unsere Beschaffung mit aufnehmen. Dann würde ich gerne noch einen Punkt mitnehmen oder beziehungsweise Ihnen beantworten, weil der in drei verschiedenen Fragen aufkam, nämlich das Thema, wie geht man mit Unternehmen um, mit Unternehmenspolitik sozusagen. Und das ist einer der Punkte, das kann und muss ich sagen, das beschäftigt uns in der Praxis massiv, weil es so ist, dass das europäische Vergaberecht vorgibt, dass wir im Hinblick auf Kriterien der Unternehmenspolitik nur sehr eingeschränkt Fragen stellen können und Forderungen stellen können. Und wir zum Beispiel, was die Umsetzung der Thematik Menschenrechte in die Beschaffung mit einzubeziehen, uns dann auf den konkreten Gegenstand beziehen müssen. Und das dann in Kommunikation zu setzen mit den Unternehmen und das vor allem nachprüfbar zu gestalten, ist ein Riesenthema, an dem wir im Übrigen als Kompetenzstelle auch mitarbeiten, indem wir zum Beispiel eine Mustererklärung mit einem Branchenverband für ITK verhandelt haben, wie man das in diesem Bereich einbeziehen kann. Und das ist ein Riesenthema und eine große Herausforderung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieser Herausforderung können sich echt nur hochqualifizierte Vergabestellen stellen. Also jemand, der das nebenberuflich macht, kann sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen, schon alleine, weil das vergaberechtlich hochkomplex ist. So, jetzt bin ich 3 Minuten über der Zeit. Ich belasse es gleich. Ja, in dem Fall sind wir da nicht so streng wie andere Ausschüsse. Und es war ja auch hochspannend und auch erhellend. Herr Wagner, Sie haben gleich umgehend das Wort für Ihre Stellungnahme. Ich werde die Zeit nicht reinholen, Herr Vorsitzender, aber ich gebe mir alle Mühe, auf alle Fragen zu antworten. Herr Wittecker, ja,
Ich hatte ja am Anfang versucht zu sagen, das Thema muss stärker in die, in den Blickwinkel der Hauptverwaltungsbeamten, der Stadtspitze, des Rates, um es einfach genau auch in der Politik zu verankern. Klar, Beschaffung ist nicht sonderlich sexy, und das muss einfach noch stärker in die Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass der Hebel, den wir haben über das Thema Nachhaltigkeit, über das Thema Klimaschutzziele, über nachhaltigen Konsum, über Kreislaufwirtschaft, das wird ja noch zu wenig gedacht. Die ganzen Querbezüge, die wir da haben, wenn wir über Klimaschutz sprechen. Die viele Beschlüsse bleiben ja bei dem schlichten Standpunkt der CO2-Einsparung, bei Gebäudesanierung hängen. Ich glaube, dass wir das noch breiter aufziehen müssen. Wir haben tolle Beispiele, wo auch schon die Stadtspitze aktiv ist. Der Papieratlas zum Beispiel, die Auszeichnung für den Einsatz von Recyclingpapier in Kommunen, da gibt es einen Wettbewerb. Wir stehen auch im Austausch mit dem BMU, ob man nicht einen Wettbewerb einrichten kann über andere Fraktionen, über andere Produkte, wo die Kommunen bereits schon aktiv sind, um einfach so ein bisschen Leuchttürme zu schaffen, um das Thema noch mehr in die Breite zu bekommen. Und was das Thema Ausschreibungen, Holzbauweise oder andere Sachen angeht, das mag stimmen. Ich bin nicht im Detail in den Ausschreibungsbedingungen so tief drin. Ich glaube, dass es wirklich eine Frage von Vertrauen ist, die vielleicht an vielen anderen Stellen in der Vergangenheit gelitten haben, wo wir sagen, ja, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, da sind wir sehr zurückhaltend. Das ist auch die Anknüpfung zu der Frage von Herrn Teves. Das ist ein dickes Brett. Wenn man sozusagen in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann ist das Thema wieder aufzunehmen, auch bei den Architekten, was ich sehr wichtig finde, dort nochmal stärker zu sensibilisieren, ein sehr, sehr dickes Brett. Wir erleben das beim Thema Architekten auch schon bei der Frage Gebäudesanierung, nachhaltiges energieverbrauchsarmes Bauen. Da gibt es viele Architekten, die immer noch aus meiner persönlichen Sicht ziemlich rückständig sind, wo wir deutlich mehr machen könnten. Und das betrifft auch den Einsatz von entsprechendem Material beim Bauen. Und da stimme ich Ihnen zu. Da müssen wir mehr tun. Und ich glaube, dass ein Weg sein kann, wenn wir jetzt mal die Mantelverordnung abschließen, nach 15 Jahren, mal gucken. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und dann glaube ich auch das Thema, noch mehr auf Leuchttürme zu setzen. Es gibt gute Beispiele von sehr nachhaltigem Bauen und das müssen wir noch stärker in die Breite bringen und zeigen, dass es funktioniert und dass es nicht irgendwie nach 10, 15 Jahren einsturzgefährdet ist oder dass es Probleme gibt im Materialerhalt, sondern dass wir die guten Beispiele einfach noch ein bisschen besser kommunizieren. Und das versuchen wir als Verband in die Breite zu bekommen. Deswegen sind wir aktiv in den verschiedenen Zusammenhängen und wollen das Thema nach vorne tragen. Dann habe ich Dr. Köhler, das Thema Green Deal. Ja, wir haben, wie genau muss man sicherlich schauen. Wir haben, wir halten die Ausrichtung des Green Deals für grundsätzlich sehr richtig. Wir sehen auch, dass wir ja auch eine Debatte kriegen über Green Public Procurement. Also noch stärker zu sagen, so wie können wir eigentlich die öffentliche Beschaffung, die öffentliche Vergabe noch grüner in Anführungsstrichen gestalten. Ich glaube, dass der Weg erstmal über diese Kann-Regelung damals schon der richtige ist. Und jetzt muss man schauen, wie sich die Ausgestaltung des Green Deals letztlich wirklich auf die Beschaffung auswirkt. Da bin ich noch so ein bisschen fragend unterwegs auch, weil ich das Gefühl habe, dass sehr, sehr viel Texte produziert werden beim Green Deal und sehr, sehr viel Engagement da ist, aber an vielen Stellen fehlt mir noch die konkrete Hinterlegung, was genau die Zielrichtung ist. Insofern bin ich da noch so ein bisschen offen unterwegs. Und Best Practice hatte ich ja eben schon erwähnt, ne? Ich glaube, dass das tatsächlich der im Moment der beste Weg ist, zu sagen, wir brauchen gute Beispiele aus den Kommunen und die müssen kommuniziert werden und müssen nach vorne gebracht werden. Ob das jetzt über einen Wettbewerb ist oder ob das über verbändeübergreifende Engagements ist oder auch mit den Ministerien zusammen, da bin ich sehr offen. Wir, das darf ich noch sagen, richten den Tag der Beschaffung aus, einmal im Jahr, auch, da ist auch die KNB mit im Boot.
als kommunale Spitzenverbände. Und das ist ein interessantes Forum, weil da Hersteller und Beschaffungsämter aufeinanderstoßen und wo wir genau diesen Dialog, diesen Marktdialog auch haben im kleinen Format und einfach eine Aufmerksamkeit bekommen für das Thema. Und da sind auch Oberbürgermeister da und das ist einfach nochmal eine andere Ebene. Ich glaube, ich habe alle Fragen halbwegs beantwortet. Wenn nicht, sehen Sie es mir nach. Und dann vielen Dank. Vielen Dank an Sie und auch danke, dass Sie die Zeit einigermaßen eingehalten haben. Wir haben noch Zeit für die zweite Runde und ich übergebe das Wort an Kai Wittecker für die Wortmeldung von der CDU-CSU. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte nochmal nachfragen bei Frau Binnecke auf meine ursprüngliche Frage hin, wie man das Ganze bemisst und Sie gesagt haben, naja, es ist eher eine gefühlte Sache denn als eine gemessene Sache. Was ich zwar intellektuell nachvollziehen kann, aber mich doch etwas enttäuscht, weil ich eigentlich gehofft habe, dass wir etwas weiter sind. Deshalb wollte ich mal fragen, ob es denn wenigstens Anstrengungen gibt, aus Ihrer Sicht, dass das wirklich messbar gemacht wird, weil ich muss offen gestehen, wenn wir natürlich immer nur im gefühlten Raum diskutieren, wird das natürlich sehr schwer politisch durchzutragen, nicht nur auf Bundesebene, sondern dann auch auf die weiteren Ebenen, auf Landes- und kommunaler Ebene. Also insofern wäre da nochmal eine Einschätzung ihrerseits, wie weit man da ist, was man da, an was man da denkt und so weiter. Und das Zweite ist, inwieweit das Thema Nachhaltigkeit, Herr Wagner, beziehungsweise Beschaffung, nicht auch ein Stück weit vielleicht in der kommunalen Politik an Präsenz gewinnen könnte, indem man das über Nachhaltigkeitshaushalte etwas besser abbildet. Sprich, es gibt ja viele Kommunen, die mittlerweile eine Art, die eine Doppik haben und nicht mehr die klassische Kameralistik, also ein Produkthaushalt, wo man Leistungen und eben auch Beschaffungen sehr viel transparenter darstellen kann, als das in der Kameralistik möglich ist. Weshalb sich mir dann die Frage stellt, inwieweit da Sie auch Kommunen unterstützen, dann ihren doppischen Haushalt zu ergänzen, um einen weiteren Nachhaltigkeitshaushalt. Die Stadt Köln macht das ja unter anderem beispielsweise. Herzlichen Dank. Als nächstes Michael Thews von der SPD. Ich glaube, dass viele Beschlüsse in den Kommunen heute schon so sind, dass man sagen kann, die fordern das ja jetzt auch schon. Also mir liegen da eine ganze Reihe von Beschlüssen in Kommunen vor, die sagen, nein, also wir wollen ja nachhaltiger werden, wir wollen klimaneutral werden, ja, und so weiter. Also diese Beschlüsse liegen ja teilweise noch vor, manchmal vielleicht noch nicht so ausgearbeitet, dass man sagen kann, was muss jetzt eigentlich wirklich passieren, aber die Beschlüsse liegen vor. Deswegen glaube ich schon, sag ich mal, dass man natürlich da hinkommen muss und sagen muss, wie können wir diesen Weg beschreiten. Wir hatten mal eine Veranstaltung, können wir noch daran erinnern, da wurde dann vorgeschlagen, können wir denn so eine Art Datenbank machen, ja, so für nachhaltige Produkte oder irgend sowas. Ja. Wurde aber auch gesagt, unglaublich aufwendig, ja, und wahrscheinlich dann auch ständig zu pflegen und wahrscheinlich auch nie auf dem aktuellen Stand. Ja. Haben wir natürlich Probleme, aber gibt es denn, sage ich mal, innerhalb Ihrer Behörden Netzwerke, wo Sie sagen, könnten wir ausbauen, ja, sodass das Know-how, was ja jetzt auch mehrfach schon angesprochen wurde, Frage geht jetzt auch ein bisschen an beide, was da so angesprochen wurde, dass sich das schnell verbreitet. Erstaunlicherweise habe ich manchmal den Eindruck, dass gar nicht die großen Behörden besonders fortschrittlich reagieren, sondern manchmal die ganz kleinen. Also ich habe auch Beispiele aus ganz kleinen Kommunen, wo Leute das mit Sicherheit nicht hauptberuflich den ganzen Tag machen, aber unglaublichen Einsatz gezeigt haben, unglaubliche Fantasie auch gezeigt haben, und plötzlich ganz neue Wege beschritten sind. Also ich würde es gar nicht mal an die Größe festmachen, aber natürlich kann es schon sein, dass der ein oder andere an der Aufgabe verzweifelt. Deswegen nochmal die Frage, welche Netzwerke haben wir, welche Netzwerke können wir vielleicht dann auch ausbauen, um diesen Wissenstransfer und auch die Motivation dann vielleicht fortzuführen und in alle, ja, Amtsstuben sozusagen hineinzubringen. Vielen Dank. Als nächstes Dr. Rainer Kraft von der AfD. Ja, danke. Den Herrn Wagner bitte gefragt, da ja meines Wissens auch die kommunalen Vergaben gemäß EU-Recht stattfinden und eigentlich auch EU-mäßig
EU-weit ausgeschrieben werden müssen, würde ich gerne wissen, wie denn eigentlich der Transportweg später des Produktes bei gleicher Qualifikation, bei gleichem Vorhandensein von Siegeln in die Vergabeprozedur mit einfließt. Das heißt, wenn es das gleiche Geld kostet, darf man diskriminieren, um es mal so zu formulieren, entlang eines längeren Lieferantenweges. Ist das denkbar oder ist es nicht eigentlich gegen das EU-Gesetz? Dankeschön. Als nächstes nochmal der Dr. Lukas Kühler, nehme ich an, von der FDP. Genau, vielen Dank. Ich würde sozusagen den Faden nochmal aufgreifen. Sie hatten, würde ich eben gesagt, dass es eher so ein bisschen eine gefühlte Übersicht ist. Das ist natürlich sozusagen, ich weiß, man versucht es zu ändern und das ist ja auch im Kern eine gute Idee. Mich würde in der Bewertung nochmal interessieren, sozusagen inwiefern solche Ansätze, auch neuere Ansätze, ich hatte gesehen, Sie hatten auch in Ihrem Handout auch so, meine ich glaube ich, in Ihrem war das, die planetaren Grenzen aufgenommen. Also mich würden so neue Bewertungskriterien interessieren, sowas wie Ökobilanzen. Ja, also sozusagen, Sie hatten ja angesprochen, es muss eine gesamte Lebenszyklusanalyse gemacht werden. Wie kann man das irgendwie abbilden und wie kann man das? Und das ist vielleicht, weiß nicht, ob Sie das beantworten können, aber wie kann man sowas auch so einfach machen, dass eben nicht dass jemand, der sozusagen die Beschaffung vielleicht nicht mit einem riesen Team macht, sondern der das irgendwie anders bestellen muss, der das im täglichen Alltag vielleicht alleine regeln muss, im Schulsekretariat, wie kann man das irgendwie so einfach machen, dass es klar und übersichtlich für die Person ist? Das würde mich interessieren. Und die zweite ist, Herr Wagner, Sie hatten Herr Wagner, Entschuldigung, Sie hatten ein ganz interessantes Beispiel ja gebracht mit dem Recyclingbeton. Und ich weiß nicht mehr, irgendjemand hatte, ich glaube im Chat stand es, über Marktversagen gesprochen. Was mich interessieren würde, ist tatsächlich, wie sehen Sie denn die Nachfrageseite aus dem Public Procurement, also der öffentlichen Beschaffung, für solche Produkte? Gibt es aus Ihrer Sicht ein Problem in der Nachfrageseite bei den Kommunen? Und wenn ja, wie könnte man das irgendwie besser lösen? Weil das ist ja anscheinend ist ja eher sozusagen nicht der Markt, der da versagt, sondern das Nachfragemanagement, also die Größe der Menge an nachgefragten Produkten, die zumindest aus meiner Sicht das Problem zu sein scheint. Vielen Dank. Als nächstes Herr Stebel von der Linken. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Wenn ich mir das jetzt so richtig anhöre, haben wir ja offensichtlich in dem ganz wichtigen Bereich der öffentlichen Beschaffung noch unheimlich viel Luft nach oben. Und insbesondere stutzig gemacht haben mich auch die Äußerungen von Ihnen, Frau Benecke, wo Sie über die europäische Unternehmenskontrollpolitik, sage ich mal grob vereinfachend, gesprochen haben. In Ihrem Papier schreiben Sie ja, ich zitiere, die öffentliche Beschaffung ist darauf angewiesen, dass Bieter von sich aus formell korrekte Angebote abgeben und ist an einen klaren Rechtsrahmen hinsichtlich des Verfahrens gebunden. Frage mich und ich frage Sie, reicht es, wenn man den Bieterangaben vertraut? Daraus ergibt sich für mich ja dann auch die Frage, über welche Kontrollmechanismen und Maßnahmen verfügen Sie, um zum Beispiel, wenn es irgendwelche Stöße gibt, bei zum Beispiel Angaben oder Sonstiges, oder auch gegen bestimmte geltende Nachhaltigkeitskriterien, um dann wirklich durchzugreifen. Das würde mich auch mal interessieren, weil da ist ja häufig auch dann tatsächlich der Hase im Pfeffer bei diesen Angelegenheiten. Und das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie es darum bestellt ist und welche Möglichkeiten Sie sehen, um da möglicherweise noch nachzubessern. Dankeschön. Vielen Dank. Und abschließend Herr Zickenhainer von den Grünen. Ja, noch mal eine Frage an Frau Benecke. Sie haben es in der ersten Runde nicht mehr geschafft, meine Frage zu beantworten, ob es nicht in Ihren Augen sinnvoll wäre, die Nachhaltigkeit verpflichtend zu importieren in das Gesetz, nachdem es die EU ja ausdrücklich freigäbe. Ich verweise da auch auf den guten Chatbeitrag von Frau Burchardt, die einfach auch die innovationspolitische Komponente ihres Aufgabenfeldes betont. Wir hätten deutlich mehr Chancen, weiterzukommen in Sachen Nachhaltigkeit bei der Beschaffung, wenn wir das wirklich bindend verankern würden. Und kurz noch zu Herrn Wagner zum Holzbau und den Architekten, die da nicht so besonders fit sind. Ich gebe Ihnen da völlig recht.
Aber ich verweise da ein bisschen auf die Ausbildung. Schauen Sie mal, wie viele Architekten Holzbau unterrichten an deutschen Hochschulen. Vergleichen Sie das mit der Schweiz oder mit Österreich, dann wissen Sie, warum bei uns keiner Holzbau macht. Wenn allerdings, und das können die Schweizer und Österreicher auch inzwischen, die Lebenserhaltungskosten, die Lebenszykluskosten eingerechnet werden, da gibt es ganz klar Praxis dazu, dann wäre die wiederum bindend letztendlich sogar als Argument, dass an vielen Stellen tatsächlich Holzbau umgesetzt werden könnte. Also da würde es mich freuen, wenn der Deutsche Städtetag mal mit den Hochschulen redet und dort einfach dafür wirbt, dass wir da weiterkommen. Vielen Dank für all die Fragen. Ich würde jetzt bei der abschließenden Antwortrunde mit Herrn Wagner beginnen und gleich starten. Sie haben das Wort, Herr Wagner. So, mache ich gerne. Vielen Dank. Ich will gleich mal auf nachhaltiges Bauen einsteigen. Vielleicht als kurze Notiz, also wir beschäftigen uns damit tatsächlich im Moment intensiver, weil wir gerade auch an einem Papier arbeiten zum Thema nachhaltiges Bauen in Kommunen, wo wir uns eben auch um die Frage von Suffizienz, von Lebenskostenbetrachtung näher beschäftigen wollen, weil wir eben nicht stehen bleiben möchten bei der Frage, nach welchem energetischen Standard baue ich, sondern auch, was für Materialien nutze ich, wo kommen die her, wie ist der Zyklus, wenn das Haus irgendwann mal abgetragen werden muss oder wenn es renoviert werden muss, wie gut möglich ist das, etc. Also da sind wir dran. Ich teile Ihre Einschätzung. Das Thema Architektenkammer etc. nehmen wir und Hochschulen nehme ich gerne mal so als Anregung nochmal mit auf. An Herrn Kraft. Also ich muss Sie da fast bitten, mir die Antwort zu erlassen, weil ich tatsächlich in der Tiefe, ob die Frage Transportweg, also CO2-Emission auf dem Transportweg, ein entscheidendes Kriterium sein kann für die Ausschreibung oder für die Bevorzugung oder Benachteiligung eines bestimmten Projekts, nicht genau weiß. Aber ich biete an, das zu recherchieren und Ihnen das auch nochmal, die Antwort nochmal zukommen zu lassen, wenn das in Ordnung ist. Zu Herrn Teves. Netzwerke. Also wir haben bei kleineren Kommunen, deren Sicht ich teile, also wenn eine kleine Kommune oder eine kleine Beschaffungsstelle sagt, unser Schwerpunkt ist absolut dieses Thema, wir beschaffen sonst nicht so wahnsinnig viel andere Sachen und können uns voll auf ein Thema konzentrieren, was uns super wichtig ist, dann sind die absolute Treiber von Innovation und von innovativer Beschaffung. Und bei Netzwerken, also wir haben im kleineren Bereich Einkaufsgemeinschaften, von kleinen Kommunen, die sich zusammenschließen, sagen, okay, wir haben alleine vielleicht nicht die Marktmacht, wenn man so will, Verhandlungsmöglichkeiten, sodass wir stärker in Gemeinschaften gehen und uns organisieren und gemeinsam einkaufen. Dann ist natürlich das Netzwerk die KNB, also nicht nur als Wissensplattform im Sinne von Leitfäden, von Handreichungen. Wir haben bei uns selber in unseren Gremienstrukturen natürlich auch Erfahrungsaustausche der Beschaffungsämter auf kommunaler Ebene, wo wir natürlich auch die Themen ansprechen und versuchen, in die Breite zu bringen, versuchen, Mitgliederinformationen zu machen. Darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht, aber kann vielleicht Frau Benecke auch nochmal ergänzen. Aber das sind, glaube ich, schon mal wichtige Ansätze. Und zur Topic, ich glaube, das war die Frage noch von Herrn Wittiger. Ich bin jetzt kein Haushaltsexperte, aber ich kenne den Ansatz, der in Köln gefahren wird mit dem Nachhaltigkeitshaushalt. Die haben auch eine sehr, sehr interessante Untersuchung gemacht mit dem DIFU und dem Institut der Deutschen Wirtschaft. Einfach auch mal so schauen, wie nachhaltig sind eigentlich unsere Investitionen als Stadt in verschiedenen Bereichen der Daseinsvorsorge. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Projekt. Wir waren da auch im Beirat mit dabei als Städtetag, haben das begleitet. Und soweit ich weiß, haben das auch meine Kollegen in der Finanzabteilung auch nochmal in die Breite getragen, im Sinne von die Ergebnisse publiziert und auch gezeigt, dass das ein interessanter Ansatz sein kann, um einfach mal zu monitoren, was habe ich eigentlich an Assets, wie investiere ich, auch langfristig gesehen. Also was lohnt sich, ist vielleicht jetzt etwas teurer, ne? Aber auf der Zeitachse spare ich erheblich mehr Geld ein. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Impuls.
Genau, das verbreiten wir natürlich sehr gerne. Ja, das, glaube ich, waren so die Antworten auf die Fragen, die ich mir notiert habe. Vielen Dank. Ja, ich denke auch. Vielen Dank für die Ausführungen. Und jetzt hat Frau Benecke nochmal das Wort. Ich fange wieder mit dem Monitoring an. Vielleicht ein Punkt dazu. Natürlich gibt es Bemühungen. Und zwar in jeder unser aller Interesse. Zum einen wird es mit der Vergabestatistikverordnung Daten geben, die wir einfach bisher noch nicht haben, weil die jetzt gerade erst anläuft. Zum anderen weiß ich, dass Kommunen zum Teil auch in ihrem eigenen Bereich ein Monitoring aufgesetzt haben. Die Bundesregierung hat zum Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit ein Monitoring, welches abgefragt wird und welches auch veröffentlicht wird im Übrigen. Wir haben eine Kennzeichnung, also wir kennen verschiedene Online-Einkaufsgemeinschaften, sowohl auf Bund- als auch Länderebene, die sich in der Kennzeichnung auseinandersetzen, die natürlich zu Daten führt, aber eben keine übergreifenden. Und wir haben natürlich am Ende auch die Bemühungen, in jedem einzelnen Haus da zu einer Transparenz zu führen, und zwar so, dass die Nachhaltigkeitskriterien, die politisch gewollt sind, auch nachvollzogen werden können. Und die Bemühungen laufen auf allen Ebenen. Es hängt nur so an so vielen verschiedenen Punkten. Schon mal alleine an der Frage, wie sagen Sie einem Beschaffenden, was ist denn eigentlich nachhaltig? Wann darfst du denn das Kreuzchen machen? So, das dazu. Herr Tews, die Netzwerke, wie wir das Wissen transportieren, das ist unser Job. Ja, also wir haben ein kleines, aber feines Team von im Moment 7,5 Personen und sind gerade dabei, noch 1,5 einzustellen. Und in der KNB, wir sind genau mit diesem Auftrag gegründet worden. Sie können sich vorstellen, unsere Beratungstätigkeit läuft so, dass wir wissen, wer wo was weiß, weil ansonsten können Sie die Masse an Produktgruppen und Dienstleistungen gar nicht abdecken. Konkret kann ich sagen, dass aus unserer Perspektive folgende Netzwerke aufgebaut wurden in den letzten Jahren, und wir wollen es unbedingt weiter treiben. Wir haben auf EU-Ebene die Ratspräsidentschaft genutzt, um ein Netzwerk der Europäischen Kompetenzzentren nachhaltige Beschaffung zu gründen, weil wir sehen, dass auf EU-Ebene sich eine ganze Menge bewegt und wir da das Wissen aus den anderen EU-Staaten auch mitnehmen wollen. Wir haben in den letzten Jahren ein Netzwerk aus Ansprechpartnern für nachhaltige Beschaffung in allen Bundesbehörden gegründet, im Übrigen über das Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit. Wir haben da regelmäßige Erfahrungsaustausche und regelmäßige Schulungen, die wir anbieten. Wir haben ein Ländertreffen, wo wir die Länderverantwortlichen zum Thema nachhaltige öffentliche Beschaffung einmal im Jahr miteinander verknüpfen. Das machen wir seit 4 Jahren und das ist total großartig, weil der Austausch unglaublich viel voranbringt. Und wir haben natürlich nicht zuletzt die Allianz für nachhaltige Beschaffung, wo wir Bund, Länder und Kommunen zu verschiedenen Themen zusammenbringen, und wir haben unsere Webseite. Also ja, das Thema Netzwerk ist essentiell. Es ist aber auch eine besondere Herausforderung, weil die Beschaffenden meist nicht gerne reisen und nicht viel unterwegs sind. Das heißt, man muss den Service zu ihnen bringen. Und das ist sozusagen unser Job. Und ich finde, eine essentielle Stellschraube dafür, dass man das Thema weiterbringt, dass man weiß, was der Kollege schon mal getan hat, was toll war und was vor allem auch funktioniert hat. Reicht es, wenn man den Bieterangaben vertraut? So und so. Also das ist die Frage, die man sich ja auch im Hinblick auf Qualitätskriterien stellen muss. Das sind ja nicht nur Fragen im Hinblick auf das Thema ökologische oder soziale Kriterien, sondern auch im Hinblick auf das Thema Qualitätskriterien. Genau deswegen ist es essentiell, gute Gütezeichen zu haben, die auch vergaberechtlich zulässig sind und die in die Beschaffung zu geben, weil da das Thema Controlling sozusagen abgegeben wird zum Siegelgeber. Und das ist das, was wir den allen kleinen Beschaffungsstellen dringend ans Herz legen müssen oder möchten und das auch tun, da wo es geht, mit Gütezeichen zu arbeiten. Und darüber hinaus ist es eben ausgesprochen schwierig, diese Kontrolle tatsächlich sicherzustellen. Das ist jetzt Innensicht ins Beschaffungsamt. Also wir haben hier ein Referat, das nennt sich Güteprüfung. Und das ist genau deren Job, tatsächlich die Qualität und die Einhaltung der Leistungskriterien auch zu kontrollieren. Aber das geht natürlich bei uns auch deswegen, weil wir ein großes zentralisiertes Amt sind. So, also das braucht Kenntnisse und Ressourcen und all das.
Ich möchte Sie nicht noch ein zweites Mal vergessen, Herr Zickenhainer. Wäre es sinnvoll, das ganze Thema verpflichtend mit aufzunehmen? Also wir haben ja jetzt zwei Regelungen, wo das Ganze verpflichtend abgebildet wird, nämlich Paragraph 45 Kreislaufwirtschaftsgesetz und Paragraph 13 bzw. 15 Klimaschutzgesetz. Die sind beide für Verwaltungsverhältnisse taufrisch. Das heißt, wir gehen jetzt in die Umsetzung. Wir als KNB sind massiv damit beschäftigt, 1000 Fragen dazu zu beantworten, wie um Himmels Willen man das in der Praxis tun soll. Und das wird uns in den nächsten Jahren eine ganze Menge Erfahrung lehren, weil da auf abstrakter Ebene Kriterien festgesetzt sind und die sind schon relativ konkret. Und das muss dann runtergebrochen werden auf die konkrete Dienstleistung und den konkreten Beschaffungsgegenstand. Und das wird uns sehr viel Erfahrung lehren, wie das denn so sein wird mit verpflichtenden Kriterien. Also über die politisch sowieso schon beschlossenen Kriterien, die wir haben, hinaus. Wie sieht das aus mit dem Thema Bewertungskriterien und Ökobilanzen? Ökobilanzen, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist heftig, weil wir da eine Vergleichbarkeit brauchen, damit Unternehmen A gleichermaßen bewertet wird wie Unternehmen B. Das, was es aber gibt, ist für alle oder für die meisten Standardproduktgruppen gibt es sogenannte Lebenszykluskostenberechnungstools. Die haben wir als KNB auf unserer Webseite. Also da reden wir zum Beispiel über Standardproduktgruppen wie Weißware, die sehr viel eingekauft werden und wo wir natürlich auch in der Praxis, auch in der privaten Praxis schon relativ gute Daten und Berechnungstools haben. Das Land Hessen hat zusammen mit einem vom Wirtschaftsministerium finanzierten Projekt der COINNO einen sogenannten Lebenszykluskosten-Toolfinder gemacht. Den kann man sich runterladen. Da haben die einfach alles gesammelt, was es so an Tools gibt. Und den können wir für Standardprodukte intensiv empfehlen. Für die Größtprojekte ist es einfach noch eine Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren, der wir uns in den nächsten Jahren stellen möchten. So mit Blick auf die Zeit würde ich es dabei gerne belassen. Vielen Dank, Frau Benecke, für die Ausführungen. Vielen Dank, Herr Wagner. Ja, ich glaube, wir bleiben aber im Kontakt. Es war sehr interessant, dass wir Ihre Ausführungen hören durften. Wir konnten aus meiner Sicht die Komplexität der Materie jetzt nicht ganz auflösen, aber doch gab es einige Erklärungen. Und ich glaube auch, dass gerade auch die Beispiele uns viel nutzen. Ich sehe gerade den Herrn Dr. Bauernfeind vom Bundeskanzleramt, der wird es sich auch alles entsprechend mitnehmen und auch weitergeben. Danke für den Austausch. Wir bleiben in Kontakt und wir werden uns auch noch Gedanken machen, wie das Parlament entsprechend auch die Sache voranbringen kann. In dem Sinne ganz herzlichen Dank für den Austausch, vor allem an unsere Gäste, aber auch vor allem an die Sachverständigen. Wir beschließen dann auch jetzt die Beiratssitzung. Ich bitte alle Beiratsmitglieder noch ganz kurz in der Leitung zu bleiben. Es werden jetzt sukzessive die Gäste aus der Leitung genommen werden, beziehungsweise sich selbst verabschieden. Und ich bitte alle Beiratsmitglieder noch.